Bei der Ziehung am Freitag, 10. Juni, gelang es keinem der Spieler, auf seinem Tippschein die richtigen Zahlen 3, 21, 23, 28 bis 46 und die Zusatzzahlen 10 bis 12 zu tippen. Damit geht es heute, am Dienstag, 14. Juni, um 30 Millionen Euro. Das sind die Gewinnzahlen für den Eurojackpot am Dienstag. Am Freitag konnte der Jackpot der Europäischen Lotterie von keinem Spieler geknackt werden. Deswegen befinden sich diesen Dienstag 30 Millionen Euro im Topf. Gezogen werden die Kugeln jeden Dienstag und Freitag gegen 21 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Gewinnzahlen 5 aus 50 werden noch ermittelt. Eurozahlen 2 aus 12 werden noch ermittelt. Die aktuellen Lottozahlen erfährst du hier. Angaben ohne Gewähr, Stand 14. Juni 2022. So funktioniert der Eurojackpot. Acht Spielfelder befinden sich auf dem Spielschein des Eurojackpots. Diese sind wiederum in zwei Zahlenblöcke unterteilt. Bei dem ersten handelt es sich um einen 50er-Zahlenblock, bei dem 5 Zahlen getippt werden müssen. Der zweite ist ein 12er-Zahlenblock, in dem 2 Euro-Zahlen von dir gewählt werden müssen. Um in der ersten Gewinnklasse den Jackpot zu knacken, müssen die 7 gewählten Zahlen auch mit den 7 gezogenen Nummern übereinstimmen. An der Lotterie nehmen 18 europäische Länder teil. Es sind immer 10 Millionen Euro im Topf, garantiert. Wenn es nun keinem der Tipper gelingen sollte, den Jackpot zu knacken, wandert das Geld automatisch in den Topf der kommenden Ziehung. So kann der mögliche Gewinn wöchentlich steigen. Neue Regeln zum 10. Geburtstag des Eurojackpots. Die Lotterie Eurojackpot bekommt zum 10. Geburtstag neue Spielregeln und einen neuen Ziehungstag. Zusätzlich zum Freitag werden die Gewinnzahlen ab heute auch dienstags ermittelt, erstmals seit Einführung des Eurojackpots 2012. Neben der zweiten Wochenziehung haben die 18 teilnehmenden Länder die Obergrenze für den Jackpot angehoben. Seit vergangenem Freitag sind 120 Millionen Euro und nicht wie bislang 90 Millionen Euro möglich. Auch bei den Gewinnzahlen gibt es seit Freitag eine Neuerung. Beim Ausfüllen der Tippscheine müssen die Spieler ein Kreuz mehr machen. Bei den Zusatzzahlen lautet die Formel nun nicht mehr 2 aus 10, sondern 2 aus 12. Das verändert die Gewinnwahrscheinlichkeit. Bislang lag diese beim Eurojackpot bei 1 zu 95 Millionen. Bei der geänderten Formel verringert sich die Chance auf 1 zu 140 Millionen. Dieser Wert entspricht damit etwa der Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Lotto 6 aus 49. Neue Obergrenze verspricht Rekordgewinne. Durch die neue Obergrenze sind jetzt wieder Rekordgewinne für Deutschland möglich. In den vergangenen Jahren konnte der Rekord mit 90 Millionen Euro jeweils nur noch eingestellt werden. Zwei Rekordhalter kommen aus Nordrhein-Westfalen und je eine aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Den allerersten 90 Millionen Jackpot knackte am 15. Mai 2015 ein Spieler aus der Tschechischen Republik. Lottofee im ZDF,
Das macht sie heute Imago Fernando Batista. Bunte.de